Hallo und Servus zu einer neuen Folge von Anno 1800. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja, in der letzten Folge haben wir noch ein bisschen zum Abschluss bei Eli eingekauft und da haben wir einen Mr. Garrix bekommen, einen Geologen und den Sapeur, den wir so dringend brauchen. Und den setzen wir da oben gleich hin. Und zwar kommt der gute Freund. Ich sollte ihn mal ausladen, weil sonst geht er gar nirgends hin. Jetzt habe ich ihn über Bord geworfen. So. Dann stellen wir wieder auf schnelle Geschwindigkeit. Und dann setzen wir diesen erstklassigen Sapeur da rein. Und tatsächlich haben wir plötzlich eine höhere Produktion an Kupfer. Und was wir jetzt noch machen, wir stellen ganz einfach noch ein Kraftwerk auf. Und zwar stellen wir das dahin, beziehungsweise sollten wir das vielleicht ein bisschen umdrehen und dann legen wir die Gleise da dran und dann kommt da noch ein Magnetiker rein, wenn wir noch einen haben. Nein, leider haben wir keinen Magnetiker aktuell, aber ist egal. Das klappt schon. So, fehlende Waren. Da kommt ein Zug. Wie sieht es aus mit unserem Öllager? Da ist genug drin. So. Und produziert bereits. So, das heißt, die ist jetzt noch schneller. Und wir sollten das Thema Zink und Kupfer jetzt in den Griff bekommen haben. Ja, das heißt, wir sollten jetzt demnächst auch genug Messing haben. Und wir werden jetzt wahrscheinlich noch irgendwie versuchen müssen. Das hier ist nichts Ganzes und nichts Halbes. Brillen. Wir müssen Brillen produzieren. Dann schauen wir mal, wie sieht es denn hier aus mit den Handelskammern. Also. Fensterfabriken. Glasmacher. Strom haben wir bisher runter. Genau. Das heißt, wir gehen jetzt einmal kurz wieder auf langsame Geschwindigkeit. Na, können wir ruhig auf schnell lassen. Wir nehmen jetzt die Fensterfabriken, die wir auch wo auch immer haben. Da haben wir zwei Fensterfabriken. Eine Glasfabrik. Das heißt, wir schnappen jetzt einmal Fensterfabrik Nummer 1. Setzen sie dahin. Fensterfabrik Nummer 2 und setzen sie so hin. Dann machen wir das so. Dann nehmen wir die Fensterfabrik hier. Setzen die dahin. Die kriegen auch Strom. Warenausgang ist allerdings voll. Jetzt nehmen wir den Glasmacher. Der Glasmacher kommt da jetzt rein. So, dann verbrauchen die nur mehr Quarzsand. So, Hochrad- und Nähmaschinenfabrik. Und ein Ferris.
Dich kann ich eigentlich auch wegsetzen. Sie haben an Einfluss nämlich daher. Dann machen wir das so. Das können wir abreißen, weil wir haben jetzt eigentlich nahezu eine Vollabdeckung mit Strom. Die Glashütte kann kein Glas mehr produzieren, weil wir voll sind, ne? Genau. Das heißt, jetzt müssen wir schauen, dass wir da irgendwie... Was können wir denn da noch so machen? Beeinflusst Brillenfabrik, produziert gelegentlich extra Glas. Wenn wir dann die Brillenfabrik reinsetzen, wir haben fast wirklich überall, aber wir können schon wieder was rauskürzen und Platz schaffen. Und zwar, genau, wir haben ja hier noch die Felder. Und da bräuchten wir ja nur einen Tankhof. Den können wir sich ja jetzt auch leisten. Das ist doch ganz was Tolles. So. Jetzt machen wir mal kurz auf langsame Geschwindigkeit, dass wir da nicht zu viel... Das nehmen wir mal alles weg. Das nehmen wir mal alles weg. Das nehmen wir weg. Dann werden wir da mal schauen, dass wir da irgendwie anschließen können. Platz sparen. Jetzt kommen wir schon in den Punkt, wo wir uns versuchen müssen, Platz zu sparen. So. Da haben wir noch nirgends Strom. Was wir machen können, ist, dass wir das darüber setzen. Dann könnte man sogar da irgendwann einmal mit Strom arbeiten. Aber das wollen wir jetzt nicht. Wir wollen nämlich Tankhöfe bauen oder einen Tankhof bauen. Da bringen wir ein bisschen Strom in die Stadt, aber nur auf dem Bereich hier. Selbst fehlt uns noch Strom. Wie sieht's aus? 36 Leute, ja, egal. So. Wir kriegen auf jeden Fall noch hier eine Handelskammer hin. Und hier wird man auch noch eine hinkriegen. Jetzt geht's uns einmal ums Getreide. Das einmal so. Nehmen die Polizeistation, drehen die um. Ist gleich groß wie breit. Setzen wir es einmal daneben hin. Gehen da runter. Das ist das Krankenhaus. Wo können wir das Krankenhaus denn am besten platzieren? Wir können das so machen. Kriegen hier noch Häuser rein. Lassen das Krankenhaus einmal so stehen. Wir bauen jetzt hier Wir bauen das jetzt einmal so.
dann bauen wir Lagerhaus Nummer 1 und Lagerhaus Nummer 2. Graden das ab und jetzt bauen wir eine Getreidefarm. So. Machen wir das mal so. Okay. Also die Traktorfarm oder der Tankhof. Traktorscheune. Okay, die muss so gebaut werden. Jetzt können wir, Moment einmal, jetzt können wir hier einen Tankhof bauen. Oh, eine Inspektion. Kriegt der auch nur Öl mit Schienen? Ah, der kriegt auch nur Öl mit Schienen. Der kriegt auch nur Treibstoff mit Schienen. So, mal ganz kurz überlegen. Wie kriegen wir da jetzt die Schienen hin? Ja, wir haben eh welche, das heißt, wir gehen da rauf, wir gehen darüber. Müssen wir umbauen. Das ist alles ein bisschen tricky, das Ganze. So. Wir machen das so, wir machen das so. Uns geht das Material aus. Gut, die brauchen das Öl. Dann können die hier Treibstoff produzieren. So. Dann brauchen wir hier eine Straße. Das brauchen wir auch nicht. So, dann produzieren die hier Treibstoff. So. Gehen wir da mal so rüber. Da so rüber. Ja, das sind dann schon ein bisschen mehr Felder. So, machen wir das so. Aber was produzieren die jetzt? Die produzieren... die keinen Straßenanschluss haben. Ich werde verrückt sein. Du bist uns allen ein Vorbild. Du bist Erneuerung. Ja. Können sich die da jetzt den Sprudel holen? So, da gehen wir da rüber.
Kulissen hier an. So, was und wie produzieren die da jetzt? Also insgesamt haben wir 300 Produktivität. Da brauchen wir nicht einmal Handelskammer. Obwohl wir, glaube ich, sogar was hätten, was die Getreidefarmen auch pushen würde. Aber das ist nicht notwendig. Die holen sich da den Treibstoff. Die Epidemie wurde besiegt. Ja, das passt. Gut. Nächste Aufgabe. Sowas. Und sowas. Gehen wir darauf, dann machen wir das dicht. Dann gehen wir da rüber. Dann gehen wir da hoch. Sieht cool aus. Gefällt mir wirklich sehr. Ja, das ist Fortschritt. So. Du hast kein Lagerhaus in Reichweite, weil du gar keine Straße hast. Jetzt passt's. Jetzt können die auch. Das ist jetzt massiv drunter gegangen mit dem Getreide. Das sollte jetzt sich eigentlich ja wieder einpendeln, oder? Also rein theoretisch alle 20 Sekunden statt wie normal. Was haben wir normal? Wie viel? Eine Minute. Wahnsinn. Also da bauen wir noch eine und dann sind wir safe. Kann ich dich drehen, dass du da reinpasst? Tatsache. Können sie sich aussuchen, wie sie fahren wollen? So. Ja, da sind wir voll. Mit den schönen Feldern hier. Also Getreide müssten wir jetzt dann bald ganz viel haben. Lassen wir die Zeit einfach wieder schneller laufen. Gut, wir haben unseren ersten Tankhof errichtet und wir haben unsere Felder modernisiert. Das heißt, wir können jetzt ohne weiteres die Handelskammer hier nutzen. Bringen wir sogar noch theoretisch noch eine unter und wir werden hier jetzt dann die Produktion, was haben wir hier jetzt, hier haben wir jetzt was für eine Produktion, hier haben wir jetzt die Hochrad, Werkhall und Nähmaschinen. So, das heißt, das brauchen wir mal so nicht. Denn wir nehmen das Teil und setzen es dahin. Also das funktioniert. Die Epidemie wurde besiegt. Buchrad, Werkhalle und Nähmaschinenfabrik. Alles hier ist höchst zerbrechlich. Hochräder können wir nicht bauen, aber die Nähmaschinen haben wir da drinnen. Wir könnten jetzt rein theoretisch noch, da unten haben wir ja jetzt die Glasfabrik. Was könnten wir ihnen denn noch Gutes tun? Hat sich das mit dem Rum schon ein bisschen gebessert?
Oh ja, tatsächlich. Das hat sich tatsächlich mit dem Rum schon verbessert. Hätte ich mir nicht gedacht. Ja, du kannst ehrlich gesagt... Du kannst jetzt ehrlich gesagt einmal darüber fahren. Ich verkaufe mal auch. Das passt. Dann einen kurzen Blick in die neue Welt. Da haben wir ja, glaube ich, Schiffe rüber geschickt. Ja. Da haben wir gesagt Stahl und den Arik. Nordwind steht auch immer noch da. Erwarten neue Horizonte. Und du fährst mir zurück. Hoppla. Du fährst mir zurück in den... Ja, eigentlich könnte ich dich ja sogar... So, Moment einmal. Du bist der heiße Hering. Der heiße Hering kommt auf eine Handelsroute. Und zwar... Steife Brise. Zusammen mit dem heißen Hering. Und Vollgas. Hier pusht das gerade mit dem Rum ordentlich. Ja. Hier passt das gerade mit dem Rum. Jo, so kann man das lassen. So, jetzt ins Rathaus setzen wir da mal den Arik rein. Gibt es ein bisschen mehr Kohle, glaube ich. Einkommen pro Haus plus 10. Der Architekt der Oberschicht. Na bitte. So, in der Zwischenzeit können wir jetzt wieder zurück in die alte Welt. Der wäre schon da. Schauen wir mal. Mein Magen krampft wieder. Was haben wir da? Gigantische Schlotteverordnung. Werden wir das noch einmal brauchen? Sollen wir noch eins mitnehmen? Nehmen wir noch eins mit. Was ist ein Clubhaus? Trennung Kirche und Staat, Straßenstillstatuten. Da gibt es dann da diese Schiffsschrauben nicht mehr. Ja, die nehme ich jetzt. Den Rest lassen wir da. Die gigantische Schlotteverordnung. Du darfst gern da weiter stehen bleiben. So, jetzt schauen wir mal schnell, ob sich das mit dem Getreide schon bessert. Ja. Getreide nimmt zu. Perfekt. Ich will jetzt nicht noch einen Hof dazustellen. Ich glaube, das müsste jetzt so reichen, oder? Platz hätten wir ja fast gar keinen mehr. Gut. 24 Minuten. Was gehen wir an? Wir haben das hier alles Ingenieure. Ja, wird uns nichts anderes übrig bleiben, als dass wir mit Brillen anfangen. Wie sieht's aus mit Messing? Messing sieht gut aus. Zinn, Kupfer. Ja. Mir fehlen die Rohstoffe. Die kriegt gar kein Kupfer mehr. Ist zu weit weg. Sollte jetzt ein bisschen schneller gehen. Ich glaube, das kann man so lassen. Schwere Geschütze, da werden wir dann irgendwann einmal, ja genau, ein bisschen dieser, boah, das wird noch zart.
Egal, brauchen wir nicht. Wir werden dabei noch keine Kriegsschiffe bauen. Wir müssen einmal schauen, dass wir irgendwie in die Brillen hineinkommen. Wir werden einmal eine Brillenfabrik bauen. Machen wir das einmal so. Dann kommt da mal ein Lagerhaus dazu. Und dann müssen wir das hier noch irgendwie anschließen. Wir werden das so setzen. Dann haben sie es nicht so weit und sind noch schneller. Messing und Glas. Glas haben wir genug. Messing könnte es mehr sein. Dampfmaschinen haben wir auch. Oh, die haben keinen Anschluss. Die Zeit ist jetzt. Natürlich schade. Erhebe dich, erwache. So. Zerstörungsaufgabe. Apropos Zerstörungsaufgabe, wie sieht es mit der Diplomatie aus? Ja, das sind wir noch safe. Zeit läuft auch. Dann sollten wir schon bald einmal die ersten Brillen haben. Ja. Dann sollten wir schon einmal die ersten Brillen haben. Sehr gut. Das läuft. Was wäre denn das nächste, was wir noch bauen könnten? Wenn sie Brillen haben, wären Glühbirnen nicht so schlecht. Was würde man denn für Glühbirnen brauchen? Glühbirnen brauchen auch Glas. Und Glühbirnen brauchen Kohlefäden. So, haben wir da irgendwas für Brillen? Der Optometrist? Man sieht, allen geht es schon viel besser. Max-Testerin. Die Goldschmiede, auf das freue ich mich schon. Den erfahrenen Pflanzer könnten wir rein theoretisch reinsetzen, aber... So, dann haben wir die Linsendesignerin. Brillenfabrik. Haben wir noch was für die Brillen? Hochradwerkeln. Duer Maschinist. Na, Glühbirnen. Gut. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt einen Strom, wäre nicht schlecht, wenn die da hätten. Ha? Kriegen wir da irgendwie Strom rauf? Können wir noch ein Kraftwerk bauen? Naja, warum nicht, oder? Die bräuchten das ja eh, glaube ich, gar nicht. Oh, die könnten das auch brauchen. Ja. So, jetzt müssen wir noch Gleise verlegen. So. Es wird nicht gerade leichter, wenn jemand zuschaut. Schneidereien könnten Strom brauchen.
haben es auch überall Strom. Ich gestatte dir, mein Wort zu drucken und verlange. Bekannte Aufgabe. Aus dem Nichts. Aha. Gut. Sieht gut aus. Das pusht noch einmal. So, jetzt könnte man hier vielleicht noch ein bisschen optimieren wegen Strom. Das Lager ist voll. Wir brauchen die gar nicht, da können wir eigentlich auch schon rauskürzen. Produzieren jetzt sowieso um 100% schneller. Auch Strom, Strom und Strom, das reicht vollkommen. Ja, oh ja, da können wir schon noch so. Das lassen wir so. Ja. Das passt. Das können wir so lassen. Und wie sieht es denn da jetzt mit den Nähereien aus? Kommen wir da auch mit dem Strom irgendwie ein bisschen besser voran? Nicht wirklich. Da. Mein Wort auf deinem Papier. Das müssen wir auch noch ein bisschen umändern. So, das tun wir auch noch kurz umändern da. Okay, ich versuche mich in dich hineinzuversetzen. Sie haben an Einfluss gewonnen. So. So. So, kurzer Cut, denn das Telefon hat geläutet. Und jetzt schauen wir da mal. Setzen wir dich da jetzt so hin. Und dich setzen wir da jetzt so hin. Und dann kriegen die auch alle Strom. Und sind noch produktiver. Passt schon, langsam haben wir es mit den Produktionen. Gut im Griff. Ja, das passt. So, kurzer Blick. Wie sieht's aus mit Getreide? Hopfen haben wir genug, Getreide passt. Hopfen passt, Getreide passt. Perfekt. Ja, das ist in Ordnung so. Arbeitsgewand. Ist auch voll. Das brauchen wir nicht. Das mit dem Strom passt auch. Da ist die Produktion jetzt auch ordentlich angekurbelt und wir sollten die ersten Brillen hier haben. Ich meine, da werden wir sicher noch mehr brauchen. So. Ja, wir haben schon 37 Stück Brillen. Da könnten wir ehrlich gesagt auch schon sagen, okay, wer ist jetzt 200? Dann lassen wir abschöpfen. Was wir aber machen könnten ist, dass wir sind eh schon wieder bei 33 Minuten. Hat der... Nein, hat er nicht. Ein Öltanker. Dann schauen wir mal, ob wir noch was kaufen können. Ja, jetzt können wir die bessere kaufen. Gibt es noch was zu erwürfeln? Was ist das? Kunst des Regierens. Oder? Feuerschutz. Jetzt sind wir bei 700.000 herunten. Das reicht. Das können wir verkaufen. Die setzen wir da rein und dann lassen wir es gut sein. So, wieder ordentlich was weitergegangen. Wir haben jetzt nahezu die ganze Insel mit Strom versorgt. Wir haben jetzt auch diesen Teil hier komplett ans Stromnetz angeschlossen und haben Brillenfabriken bzw. eine Brillenfabrik erstellt. Jetzt schaue ich noch einmal schnell. Ja, das Zink- und Kupfergeschichtel, das ist ein bisschen zu wenig. Da müssen wir noch irgendwo anzapfen. Aber ich weiß noch nicht wo. Wahrscheinlich in Crown Falls.
So, jetzt aber. Wir sind am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn sie dir gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal zu Anno 1800. Servus.